Guten Morgen, ihr Lieben. Ich laufe jetzt gerade zur Bushaltestelle, der mich dann zum Flughafen bringt, weil heute geht's ja weiter. Meine Zeit in Japan ist jetzt um. Also die 2 Wochen sind richtig schnell vergangen. War richtig, richtig schön hier, hat mir richtig gut gefallen. War auch verdammt teuer hier, also puh. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Flughafen bzw. im nächsten Land. Vielleicht habt ihr ja schon eine Vermutung, ich war dort schon mal kurz für einen Aufenthalt. Ja, und jetzt werde ich eben dann auch wieder nur kurz dorthin zurückkehren. Und ja, wir sehen uns dann einfach dann. Ciao! Gerade gelandet, Gepäck abgeholt und willkommen in Japan. Ja, ich bin natürlich in Transit, also ich bin jetzt von Hiroshima nach Sapporo geflogen und dann von Sapporo fliege ich dann zu meinem Endziel, was natürlich ein riesen Umweg ist über Sapporo fliegen, aber an dem Tag, als ich eben das gebucht habe, war der Flug am günstigsten, darum habe ich den genommen. Ja, und jetzt bin ich gerade auf dem Weg vom Domestic Airport nach International Airport und eben auf diesem Gang hier stehen hier überall hinter mir, seht ihr, sind überall so Steiftiere. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma kennt. Das ist, glaube ich, eine deutsche Firma und die produziert halt so richtig, richtig ordentliche, gescheite Stofftiere und hier sind total verrückte Sachen ausgestellt, muss ich ja mal zeigen. Vorhin habe ich auch noch einen Pokémon Store gesehen. Jetzt habe ich gerade eingecheckt für meinen nächsten Flug. Und jetzt zeige ich euch noch eine ganz eine coole Cola. Und zwar ist das eine Pfirsich-Cola. Und ich finde die irgendwie voll, voll genial hier vom Geschmack. Die schmeckt mir richtig gut. Guten Morgen, ich habe es gestern nicht mehr geschafft, den Vlog fertig zu beenden, weil ich einfach schon so müde war und irgendwie genervt einfach, weil irgendwie, ja, egal. Und zwar bin ich jetzt in Seoul in Südkorea und bin dann mit dem Bus ungefähr eine Stunde in die Stadt reingefahren und habe da eben gestern noch eingecheckt, keine Ahnung, 9:30 abends. Und ja, ging dann in das Zimmer rein und war erstmal richtig geschockt, weil das einfach so irgendwie, ja, total dreckig und weiß ich nicht. Das war irgendwie, hat irgendwie so einen Australien-Standard gehabt, obwohl ich irgendwie dachte, das wäre so wie in Japan. Weil in Japan waren die Hosten sie alle richtig toll und jeder hatte seine eigene Kabine und Vorhang zum Zuziehen und genug Platz für sein Zeugs. Und kam neben rein und gestern alles überfüllt. Ich muss erstmal fragen, welches Bett das frei war, weil es irgendwie überhaupt nicht ersichtlich war. Und jetzt habe ich natürlich ein Bett, das oben ist, das natürlich auch richtig geil ist. Und das ganze Gestell wackelt, wenn man darauf läuft und es ist so hart. Und ich wusste nicht mal, wo ich meine Sachen abstellen sollte, weil alles vollgeräumt war. Die unter mir liegt, die hat ihre ganzen Klamotten, das ganze Bett aufgehangen. Jetzt wusste ich nicht mal, wo ich irgendwie mein Handtuch hinhängen kann, dass es trocknet und es war einfach furchtbar und ja, wie gesagt, alles irgendwie zugemüllt und auch das Badezimmer irgendwie total ekelhaft und dreckig und oh Mann, also wie gesagt, mit dem habe ich gar nicht gerechnet.
Mir geht's gut. Ich habe das eben irgendwie gestern noch verdauen müssen, das Ganze irgendwie. Und ich war irgendwie auch schon wieder genervt und gestresst und hatte Kopfweh und alles. Und aber alles ist gut. Ich werde den Vlog jetzt hier beenden und den nächsten gleich hier wieder starten. Und ja, wir sehen uns dann einfach gleich. Ciao!